Wie erklärt die Südtiroler Landesregierung, dass die Energiepreise in Bozen fast doppelt so stark gestiegen sind als in anderen italienischen Regionen? Ersuche um eine detaillierte Begründung und nachvollziehbare Daten. Also die Daten sind, also wir sind noch beim Erheben, Landesverwaltung, in konkret Istat und Astat. Waren die durchschnittlichen Energiepreise in Südtirol in den Jahren 2017 bis 2019, also vor der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg, auch höher als im gesamtstaatlichen Schnitt? Wenn ja, um wie viel Prozent? Das sagt das Astat, dass sie über Daten immer zur Veränderung des Preisniveaus verfügen, aber nicht über die jeweiligen Durchschnittspreise. Na, ich stelle einfach fest, dass wir hier keine Daten und keine konkreten Zahlen haben. Ich sage es ganz offen, wäre ich Teil dieser Landesregierung, ich könnte nachts nicht mehr schlafen, wenn mir das italienische Statistikamt sagen würde, in meinem Land sind die Preise doppelt so stark gestiegen wie in Genua, wo wir 68% Anstieg hatten und wir hier 117%. Da würde ich wirklich von Pontius zu Pilatus laufen, um herauszubekommen, warum wir in dieser Kategorie so schlecht abschneiden. Und ich gehe ja auch nicht unvorbereitet in die Landtagssitzung. Ich habe mich ja selber beim Astat informiert, wo mir auch gesagt worden ist, es gibt seit Jahren, wurde noch nie in Auftrag gegeben, warum der Inflationsanstieg bei uns, woran er begründet ist. Diesen Auftrag hat das Landesstatistikamt in Südtirol noch nie erhalten. Also da muss man sich schon einmal fragen, was hier los ist. Umgekehrt, es soll, wenn man dann sieht, bei den Istat-Zahlen, dass wir in Südtirol vielleicht um 150 Euro einen höheren Lohn haben in einer anderen Region, dann feiern wir uns. Aber wenn wir die Negativ-Tabelle anführen, da wissen wir auf einmal nicht, welchen Grund es hat. Wir müssen, wenn wir handeln wollen, wenn wir hier im Landtag, und da nehme ich Sie beim Wort, Vizelandeshauptfrau, wenn wir hier im Landtag handeln wollen, dann brauchen wir ja die Daten und wir müssen wissen, warum. Sonst wird hier ins Blaue Politik gemacht von euch, wenn wir nicht wissen, auf welcher Datenbasis wir hier handeln. Deswegen, ich warte wirklich, dass hier diese Studie, die Sie angesprochen haben, die in Auftrag gegeben worden ist, dass die so bald wie möglich kommt und dass ihr hier Geld investiert für solche Sachen, wo wir wirklich wissen, wo wir stehen in diesem Land.